Für mich ist das Besondere an einer Wirtshausküche, dass sie besonders authentisch und ehrlich ist. Man sagt ja ganz gern, in einem guten Wirtshaus muss ein richtig gutes Gulasch geben. Das Gulasch ist so die Benchmark für ein Restaurant, für ein Wirtshaus und deswegen für uns auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich zeige euch die echten Klassiker der österreichischen Wirtshausküche. Gulasch, Räuschel und natürlich auch den Kaiserschmarrn. Das ist eine Philosophiefrage, ob man das jetzt mit oder ohne Rosinen macht. Ein paar kehren eigentlich schon rein. Man sieht schon, wie luftig der ist, gell? Ganz wichtig beim Beispiel ist, dass man richtig akkurat arbeitet, dass sehr fein ausgeschnitten wird, dass man alle Adern, alle Sehnen, alle Reallen, die da drinnen sind, wirklich entfernt. Dann ist es angenehm zum Essen und es ist vom Geschmack her irrsinnig fein. Im Wirtshaus kann man einen ganzen Tag verbringen. Es beginnt beim Frühschoppen, geht übers Mittagessen, am Nachmittag nach dem Wandern, nach dem Skifahren bis zum Abendessen. Generell ist die Wirtshausküche ja keine einfache Küche. Sie kann zwar oft mit wenigen Zutaten auskommen, aber die Zubereitungen und so weiter sind doch ein bisschen tricky. Bei jedem Schmorgericht ist es nicht wichtig, dass ich einen schönen Topfboden habe. Da kriege ich einen schönen Bratensatz und aus diesem Bratensatz kann ich mir dann eben auch ordentliche Soße ausziehen, sonst geht das nicht. Und man sieht, die Menge Soße passt gut zur Menge Fleisch. Gell? Wenn wir zu wenig hätten, wäre das schon drum. Jedes Wissen, das ich vermitteln kann, das einem Hobbykoch hilft, dass er zu Hause lieber und besser kocht und das mit mehr Freude macht, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut investiert. Mein Name ist Andreas Döllerer und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Online-Kurs auf siebenhauben.com.